Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weiber aus Meerwasser zu einer zu einem kleinen Testvideo bzw. zu einem Video, wo ich euch zeigen möchte, wie unterschiedliche Geräte unterschiedlich messen und unterschiedliche Ergebnisse anzeigen. Und um im Endeffekt zu zeigen, man kann sich nicht auf alles verlassen. Und man muss wissen, was man tut. Das kommt jetzt noch dazu. Ganz grundsätzlich weiß ich nicht, was ich tue. Ich möchte euch nur die Endergebnisse zeigen. Weil ich bin nicht der große Lichtexperte und werde mich auch nicht zu diesem hier aufschwingen. Ich weiß nur, dass ich mit einem entsprechenden Paar-Messgerät meine Werte hier in der ReefTech-App von ATI, von der Straton, überprüft habe und da eine ungefähre Abweichung von 10, 15 Paar hatte. Das war so ungefähr 5%. So, an diesen Werten orientiere ich mich jetzt. Das ist meine Grundlage. Das ist nicht wissenschaftlich belegt. Das ist nicht hundertprozentig in Ordnung. Ich möchte euch nur zeigen, was im Endeffekt die unterschiedlichen Sachen, die ich jetzt hier einsetze, für unterschiedliche Ergebnisse bringen können. Und das ist im Prinzip der Sinn und Zweck dieses Videos. Ich möchte euch nicht zeigen, wie toll dieses super neue Gerät hier ist und wie komisch dann anschließend die App hier anzeigt oder was auch immer. Ich möchte hier nichts runtermachen. Ich möchte euch nur darlegen, dass es einige Sachen gibt, die man wissen muss. Dafür muss man Ahnung davon haben. Die habe ich nicht, weil ich weiß, wo der Schalter angeht. Ich weiß, wo ich hier meine entsprechenden Lichtfarben verstellen kann. Aber ob das alles so richtig ist, was ich da tue, das kann ich euch nicht sagen. Das schon mal grundsätzlich vorab. Und wenn ihr da draußen besser mit solchen Materialien umgehen könnt, könnt ihr ja mal gerne Verbindung mit mir aufnehmen. Und dann können wir vielleicht da in dieser Hinsicht irgendwas unternehmen oder mal was zusammenschneiden oder was auch immer. Also, einmal habe ich jetzt hier am Start das neue Gerät von ITC, der Paarwise, der liegt hier. Das Gerät wirbt damit, dass man es an alle möglichen Gerätschaften anschließen kann. Alles außer tatsächlich einem iPhone. Das funktioniert nämlich nicht, weil Apple da hingegangen ist und keinen USB-Browser-Zugriff zulässt. So, ich habe mir jetzt hier meinen Mac aufgebaut. Nee, falsch, ist nicht mein Mac, das ist der Mac von meiner Frau, den ich jetzt gerade eben schon wieder geklaut habe. Weil wenn ich meinen hier hin... Ja genau, ey... Wenn ich meinen hier hinstelle, dann ist das hier alles voll. Der ist schön klein, süß, handlich, ja, Frauen-like halt. Und damit funktioniert es auf jeden Fall auch ohne Probleme. Genauso wie mit jedem Windows-Rechner, Android-Tablet, Android-Telefon. Alle die einen USB-C-Anschluss haben. Das ist wichtig. Oder einen normalen USB-Anschluss. Das ist die Grundvoraussetzung hier. So, ich habe jetzt hier folgenden Versuchsaufbau. Das ist meine Tagesverlaufskurve. Die halte ich euch mal so in die Kamera. Und da ist mein Programm, was ich jetzt hier habe. Test Tageslicht. Das ist meine momentane Lichteinstellung. Und die Lampen hier, Moment, hängen so hoch. Jetzt habe ich hier das gute Maßband, was wahrscheinlich hundertprozentig in Ordnung ist. Ich messe von der Oberkante hier bis Unterkante Lampe und da haben wir so ungefähr 30 cm. Ganz hochwissenschaftlich hier mal wieder. Also, weg damit. Es sind 30 cm. Warum 30 cm? Weil hier in der App die erste Anzeige auf 30 cm wäre. Ich könnte die Lampen jetzt noch höher hängen, auf 45 oder auf 60 und 75 cm, aber 30 cm ist soweit in Ordnung. Dann habe ich hier einen Ausgangspunkt. So, die App, das ist die Photon-App. Da muss man im Endeffekt hingehen. Einmal muss hier oben ein Diffusor drauf gemacht werden, also sprich ein Blatt Papier, 80 Gramm pro Quadratzentimeter oder wie war das? Quadratmeter kommt da oben drüber. Und ihr müsst tatsächlich hingehen und das entsprechende Programm euch dazu kaufen. LED Vollspektrum. Ihr seht, ich habe hier noch LED Blau-Weiß. Da kommen wir gleich mal zu. Da können wir dann nämlich den Paardruck tatsächlich im Abendlicht messen. Warum zeige ich euch das? Ganz einfach, weil genau das eingestellt werden muss, worunter es gemessen wird.
Weil wenn ich die falsche Einstellung nehme und anfange zu messen, bekomme ich auch den falschen Wert. Ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier umstelle auf LED Blau, dann bekomme ich einen ganz anderen Wert, als wenn ich jetzt meinetwegen LED Vollspektrum nehme. Und da liegt auch schon der Hund, der Hase im Pfeffer. Ich lege das Ganze jetzt hier mal mittig rein. Da ist mein Messpunkt genau mittig, so ungefähr unter der Lampe. Das müsste jetzt eigentlich hier. So. Packen wir jetzt erstmal ein bisschen zur Seite, weil jetzt kommen wir erstmal zum Paarwise. Ihr seht, ich habe hier den Google Chrome als Oberfläche und da gehe ich im Prinzip hin. Habe mir hier oben schon einen entsprechenden Link gepackt. Das ist die entsprechende Seite, wo ich den Paarwise mit verbinden kann. Und ja, app.paar-wise.com und dann anschließend App. Ich gehe einfach hin und stecke dann, nachdem ich das schon mal gemacht habe, das Ganze hier rein. Und siehe da, zack, habe ich direkt die entsprechende Messung bzw. Zugriff auf die entsprechenden Möglichkeiten, die mir dieses Gerät hier gibt. So, ich lege jetzt beide Geräte nebeneinander. So, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Hier ein bisschen näher ran. Und ihr seht, die beiden Geräte liegen hier nebeneinander. Und damit man das Ganze etwas besser sehen kann, gehen wir auf den Spektrumanalysator. Und der zeigt mir hier jetzt folgendes Spektrum an, schön bunt. Und ich kann es tatsächlich im Moment dieses Spektrum nicht mit dem Original vergleichen. Es geht sich jetzt tatsächlich hier um die Messung, die hier stattfindet, hier drüber. Ihr seht, sobald eine entsprechende Veränderung stattfindet, wird auch direkt umgeschaltet. Die Photon-App zeigt mir jetzt hier 390 Paar an und der Paarwise zeigt mir jetzt hier 340 Paar an. Eingestellt gemäß App von ATI, plus minus 5 bis 10%, muss ich jetzt dazu sagen, sind hier 360 Paar. Also die beiden ja, treffen sich so ein kleines bisschen in der Mitte. Jetzt habe ich aber noch die Möglichkeit, dem Paarwise zu sagen, pass mal auf, du bist jetzt unter Wasser. Ob das jetzt tatsächlich da unter Wasser, Emissionseffekt, Korrekturfaktor nennt sich das. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann zeigt er mir da auf einmal 415 Paar an. Das heißt, wenn das Ganze jetzt unter Wasser ist, würde er das wahrscheinlich besser machen. Kann ich jetzt hier in diesem Versuchsaufbau tatsächlich nicht so machen, weil ansonsten, ja, ich habe das so nicht vorbereitet. Also gehen wir wieder zurück. 340 Paar zeigt er an mit der entsprechenden Kurve. 390 und tatsächlich angezeigt hier sind, ne, ich gucke mal, ob ich das oben in die Ecke kriege, sollen 360 sein. Sagen wir mal 370. So, jetzt muss ich aber allerdings sagen, wenn ich das Ganze ein bisschen verschiebe, ja Leute, eine Sache ist mir eingefallen. Habe ich eben auch bei dem Video nicht dran gedacht. Ich habe ja gesagt, hier in der Mitte ist natürlich mehr Lichtdruck. Klar ist da mehr Lichtdruck, weil da sind ja auch im Endeffekt, machen wir jetzt mal so, mal gucken, ob man das sieht, mehr Reflektoren, die gleichzeitig dementsprechend den Abstrahlwinkel mehr haben. Komme ich mehr nach außen, habe ich natürlich weniger Reflektoren bzw. weniger Lichtquellen, die im Endeffekt auch einen den gleichen Punkt packen. Also sprich, ist klar, dass hier in der Mitte sehr viel mehr Licht ist. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass diese Lampe unterschiedlich starke Lichtquellen hat, also sprich außen weniger, innen mehr. Ja, das ist einfach so, weil es halt tatsächlich die Reflexion ist. Sprich, von allen Seiten mehr nach innen kommen natürlich mehr Lichtquellen hinzu, als wenn ich jetzt weiter nach außen gehe. Das wollte ich nochmal gerade richtig stellen und mit einwerfen. Habe ich eben im Video nicht dran gedacht. Beziehungsweise ich schneide das mal dazwischen irgendwo davor, bevor ich hier direkt während des Videos noch mit Kommentaren zugeschmissen werde, dass ich doch überhaupt keine Ahnung habe, was ja auch richtig ist. Also, weiter im Video. Ist der Vorführeffekt wieder. Jetzt geht es runter auf 380 Paar, 360 Paar. Ja, Reflexion von hier unten wieder hoch und wieder zurück könnte diesen Effekt tatsächlich bei dem Gerät hier auslösen. Jetzt haben wir da tatsächlich stehen, ich ziehe es nur ein kleines bisschen ran, 365 Paar. Das entspricht exakt dem, was die App uns sagt.
Und jetzt kommt die Problematik, die ich zumindest bei der Photon-App herausgefunden habe. Die Photon-App zeigt mir jetzt 365 Paar. Und das Paarweise ist auch mit dem entsprechenden Druck nach unten gegangen und zeigt mir nur nach 327 anstatt 340 Paar an. Und jetzt ändere ich ein bisschen die Einstellung, gehe mal auf den Live-Mode und ändere die Lichtfarbe. Und zwar gehe ich hin und regle jetzt mehr Weiß rein, mehr ins Vollspektrum. So, dieses Gerät hier soll ja angeblich, also das ist ja jetzt die Einstellung für Vollspektrum. Und jetzt achtet mal drauf, was passiert, wenn ich mehr Weiß reinregle. So, ihr seht jetzt selber, hoffe ich, dass man das gut sieht, dass sich jetzt hier was verändert hat. Und tatsächlich hier geht die Photon-App jetzt hin und zeigt mir 522 Paar an. Meine App hier von ATI behauptet, ich habe 442 Paar. Und das Paarwise zeigt mir 425 Paar an. Den jetzt hier auch ein bisschen verschiebe, zack, habe ich schon wieder ein ganz anderes Ergebnis. Obwohl ich ja hier auch unter einem Bereich bin, der ganz genau so ist wie alles andere. Jetzt regle ich mal rot mit rein. Das war nämlich gerade eben aus. Die App behauptet 336 Paar. 454, Entschuldigung, mein Fehler. 454 Paar an dieser Stelle dort. 437 zeigt mir jetzt mein Messgerät an. Und jetzt gehen wir mit dem ITC mal daneben. Zu 436 und hier kommen nur 336 raus, 365 sogar nur. Vollkommen anders. Ihr seht, wo die Problematik im Endeffekt liegt, ist tatsächlich die Lichtzusammenstellung. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier tatsächlich daran liegt, dass ja, wir nur 30 cm haben bis zur Lichtmessung. Wisst ihr was? Ich mache da jetzt eine entsprechende einen anderen Versuchsaufbau und nehme hier hinten die Lampe etwas höher und dann gucken wir mal, ob das dann im Endeffekt zur Mischung kommt. Also wir haben jetzt hier 45 cm von hier bis Oberkante. Höher kriegst du leider nicht, weil die Kabel nicht lang genug sind. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Der eine Zentimeter tut es jetzt auch tatsächlich nicht. Ich hole euch mal wieder ein kleines bisschen ran hier. Nein, ran habe ich gesagt. So, dann gehen wir mal da unten mit drauf. So, wir haben jetzt hier tatsächlich in den Seiten angezeigt, wird behauptet 45 cm bei dieser Lichteinstellung 225 Paar. Meine entsprechende Photon-App, wenn ich die mehr in die Mitte schiebe, oder wahrscheinlich habe ich hier einen entsprechenden Strahler, der da ein bisschen stört. 270, gehe ich ein bisschen mehr in den Seitenbereich. Komme ich auf 220, ungefähr das, was hier gesagt wird. Und wenn ich jetzt hier mit dem ITC, der zeigt mir im Moment 240, 235, lassen wir ihn kurz warten, 205 an ungefähr der gleichen Stelle. So, gesagt sind hier 225. So, das passt jetzt ungefähr. Jetzt gehe ich aber schon wieder mal hin. Immer dieser Rumfummler hier. Und erhöhe jetzt mal den Weißanteil. Und hier seht ihr schon unten meine App hier unten, die schlägt jetzt direkt aus. Geht auf 296 hoch. Der Paarweiß zeigt mir 250 an. Und tatsächlich sollen es sein, ja, 270. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich jetzt hier im Endeffekt zeigen wollte, ist nicht, dass, wenn man eine Straton hat, dass die unterschiedliche starke Lichtzonen hat. Nee, falsch. Hat sie. Ja, je mehr man in den Außenbereich kommt, dann ist natürlich ein anderer Lichtdruck da. Ein wenig. Also, wenn ich das hier verschiebe, ja, in der Mitte zeigt er mir jetzt hier 350 an. Wenn ich jetzt aber jetzt hingehe und ziehe in den Außenbereich, habe ich ein bisschen weniger. Es sind alles nur Hilfsgeräte. Würde ich jetzt ein entsprechendes Messgerät von Apogee hier haben oder ähnliches, wird mir das wahrscheinlich einen komplett anderen Wert anzeigen, weil
Ich behaupte jetzt einfach mal, diese Geräte sind definitiv besser darauf ausgelegt, solche Messungen zu machen, als wie diese Hilfsmittel, die wir hier für kleineres Geld bekommen können. Fakt ist aber, was ich euch im Endeffekt damit zeigen wollte, ist, dass diese Geräte, ich sage jetzt mal, wirklich tatsächlich nur grobe Schätzeisen sind. Die machen eine schöne Grafik. Ja, kann ich hier jetzt auch noch mal ein bisschen dran rumspielen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen mit dem Weiß wieder runter und ihr seht, wie sich das Ganze verändert. Ich nehme das Blau jetzt mal ein bisschen raus hier. Ich sagte, ich nehme das Blau jetzt ein bisschen raus. Und ihr seht, wie sich das alles hier schon wieder verschiebt und ändert. Ist alles so eine Sache, die mit Vorsicht zu genießen ist. Und von daher gehe ich jetzt erstmal davon aus, wenn man zum Beispiel jetzt einen Straton hat und hat diese entsprechenden Anzeigen da oben, dann sollte ich mich erstmal darauf verlassen. Weil das ist definitiv überprüft und der Algorithmus, der da hinten hinterin arbeitet, ist auch so ausgelegt, dass er, auch wenn unterschiedliche Farben gemischt werden, dass da dementsprechend dann das bei rauskommt, was rauskommen soll. Wie gesagt, ich habe die entsprechenden Messungen ja gemacht mit dem Apogee hier und das hat soweit gepasst. Also diese Unterschiede, die jetzt hier das Paarweiß angezeigt hat oder die Photon-App, liegt im Endeffekt da drin, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und mal auf Fluoreszenz umschalte. Und ihr seht, da so. Einmal umschalten. Ich muss das gerade speichern. So, haben wir hier offiziell. Jetzt haben wir ja mit Masse nur Blau und Violett am Laufen. Jetzt zeigt er mir hier bei 45 cm 127 Paar an. Und 135 sollten es sein. Jetzt gehen wir einfach mal hin und ändern die Einstellung hier von Vollspektrum auf Blau-Weiß. Und da werden auch schon wieder andere Ergebnisse angezeigt. Also ihr seht, das ist alles nicht ganz so einfach mal eben gemacht, ob das jetzt so passt oder nicht. Also ich würde tatsächlich dazu tendieren, schönes Spielzeug, aber ein Profigerät wäre wahrscheinlich besser. Ja, wie zum Beispiel das Paarweiß hier, zeigt mir jetzt wunderschöne blaue Kurve an, ist ja auch so, ist ja auch nichts anderes mehr an. Ich habe kein Cyan mehr an, etc. pp. 148 Paar werden angezeigt. Und tatsächlich sollten es 135 sein. Also, da kommt der Sache zwar nahe, aber es ist nie immer das, was tatsächlich ist. Also, im Endeffekt, ja, ihr wisst, also ich behaupte, solche Geräte sind schön für die grobe Einstellung. Aber für die Feinjustierung, wenn man eine Feinjustierung machen möchte, braucht man schon Profigeräte. Beim Paardruck definitiv Profigeräte wie den Apogee. Und ja, beim Spektrum gibt es definitiv andere Geräte, die da sehr viel besser sind, aber wo man nicht mal so eben und so einfach drankommt. Das ist definitiv der Fakt, weil mit solchen Geräten arbeiten halt nur die Firmen, um ihre Lampen vernünftig zu vermessen. Ja, wenn ich jetzt im Endeffekt hingehe und sage, ich möchte mal ein anderes Programm haben, jetzt gehen wir hin und sagen SPS, LPS. Machen wir an die Stelle. Warten wir mal eben. Ich möchte das nämlich dementsprechend. Ne? Live-Modus, danke. LPS, SPS. So. Speichern. Ich bin auf Fluoreszenz gekommen, deshalb hat das nicht funktioniert. So, jetzt haben wir das entsprechende Programm hier an der Stelle. Jetzt haben wir hier eine entsprechende Farbkurve, die das Gerät anzeigt. So. Und jetzt gehen wir mal hin und schauen uns mal die Farbkurve des Programms LPS SPS an, die von ATI vermessen wurde. So, da seht ihr jetzt mal die beiden Kurven nebeneinander. Ja, ihr seht eindeutig, hier ist ein Abfall, da ein bisschen höher, da ein bisschen flacher. Und das ist die tatsächliche Farbkurve, die das Licht jetzt haben sollte. Egal bei welcher Intensität. Ich lege es mal woanders hin. Sollte ja überall gleich sein. Er braucht eine kurze Zeit. Aber der grobe Farbverlauf bleibt eben gleich. So, der Farbdruck, den lassen wir jetzt mal außen vor. Den Lichtdruck. Aber ihr seht, auch da ist ein gewisser Unterschied. Und hier der Bereich,
wird zum Beispiel relativ schlecht angezeigt. Da wird immer noch angezeigt, dass hier hinten im 380 im Nanometerbereich, also die Wellenlänge, genau. Wellenlänge des Lichts wird hier oben noch relativ hoch angezeigt mit knapp 50%, wo sie eigentlich bei 380 Nanometer eigentlich schon relativ weit unten sein sollte. Ihr seht also, da liegen auch hier und da Schwachstellen von diesem Gerät. Wie ich schon sagte, in meinen Augen ist das ein grobes Schätzeisen. Ja, Leute, ihr seht, ich habe jetzt hier wieder einiges erzählt, wieder einiges in die Welt gesetzt. Nehmt es bitte nicht so ernst. Das, was ich hier tatsächlich euch mitteilen wollte, beziehungsweise euch zeigen wollte, ist, dass die Hilfsmittel, die wir kriegen können, funktionieren können. Aber so einen richtigen Vergleich haben wir nicht. Das ist ja schon fast so ähnlich wie mit den Wassertests. Das, was wir messen, stimmt das? Stimmt das nicht? Habe ich was, wo ich es gegenprüfen kann? Ist das entsprechende Gerät, was ich habe, tatsächlich gut? Funktioniert es so, wie ich es im Endeffekt einsetze? Ach, ja. Das dritte Gerät, was ich noch habe, ist ja hier der Sennheiser. Den hätte ich jetzt auch noch daneben setzen können, aber ganz ehrlich, der zeigt sowieso komplett mindestens 20 bis 30% falsch an bei mir. Also zumindest mein Gerät. Zudem hat er nicht so eine schöne einen schönen Farbverlauf wie hier das Paarweiß oder. Der kommt überhaupt nicht in die Werte, die er überhaupt anzeigen soll, meiner Meinung nach. Von daher habe ich den jetzt zum Beispiel außen, schon mal komplett außen vor gelassen. Was ich euch im Endeffekt mitgeben möchte, ist, verlasst euch nicht zu sehr auf diese Geräte. Wenn ein Hersteller hingeht, wie zum Beispiel ATI, und sagt, passt auf, ich habe bei dieser Lampe dementsprechend Messungen gemacht, habe einen Algorithmus hinterlegt, der die Sache relativ genau trifft. Relativ, ja. Habe ich ja schon gesagt und gezeigt, dass so 5 bis 10% das abweichen kann, je nach Lampe. Und die unterschiedlichen Bereiche sind auch unterschiedlich hell. Also, ja, je nachdem, in welcher Höhe man misst, etc. Wenn dann jetzt noch das Wasser dazu käme, das haben wir jetzt dieses hier bei dem Video auch nicht gemacht. Also, das muss man ja auch berücksichtigen, dass ich jetzt hier eine komplette Trockenmessung gemacht habe. Der Einfluss durch Wasser ist ja nochmal ganz anders. Ja, grundsätzlich gehen Firmen aber hin und messen ihre Lampen trocken. Das ist Usus, weil wir haben alle unterschiedliche Wasserqualitäten, unterschiedliche Menge an Gelbstoffen etc. pp. Und solche Geräte sollen eigentlich nur hingehen, damit wir einen groben Anhalt haben. Wie viel Lichtdruck haben wir denn? Ja, ich habe zum Beispiel jetzt von einigen Leuten, die mich hier relativ oft kontaktieren, gehört, die kennen genug. Also ich habe gehört, dass von überauf mit, ne? Anfänger hingehen, sich eine richtig gute, teure Ausrüstung kaufen und dann sagen, ja, auf wie viel Prozent stellen wir denn? Auf 50%? So eine Lampe? Autsch, das kann ganz schwer nach hinten losgehen. Ja, und wenn ich dann andere Lampen auf 50% stelle, dann könntest du meinen, okay, setzen wir noch ein Teelicht daneben, dann haben wir mehr Licht. Was ich da im Endeffekt damit sagen will, jede Lampe ist im Endeffekt anders. Diese Hilfsmittel hier geben uns einen groben Anhalt, wo ich ungefähr liege. Wenn ich hier tatsächlich hingehe und 50% Leistung draufknall, dann ist da richtig, richtig viel Lichtdruck drauf. Mache ich das mit einer anderen Lampe, AI oder mit dem Vorgänger von dieser Lampe hier von der Straton, dann habe ich da ganz andere Ergebnisse. Und diese Geräte hier, ob das jetzt die Photon-App ist oder ob das jetzt hier das Paarweiß ist oder ein reines Paarmeter von Apogee, was man sich leihen kann, zeigt uns im Endeffekt tatsächlich nur, wo liegen wir ungefähr. Und das sollte euch grundsätzlich hier immer im Hinterkopf festhalten, dass es alles nur grobe Inhalte, grobe Anhalte sind, woran wir uns orientieren. So. Und jetzt könnt ihr in die Tasten hauen und mich mit Kommentaren zuhauen, was ich alles falsch gesagt habe. Nein, wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, was ich hier gemacht habe. Ich wollte euch tatsächlich eigentlich nur die Unterschiede zeigen. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses komische Video jetzt hier gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Ciao.